Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, eine neue Spiele-News-Folge. Heute geht es um Far Cry 5, Zombie-Modus und Vietnamkrieg-DLC bestätigt. Alle Season-Pass-Inhalte bekannt. Ja, Freunde, wir sind jetzt bei der Hälfte der Spiele-News-Folgen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Kann man da nur sagen. 50 verdammte Folgen. Oh mein Gott. Freunde, das Format wird natürlich noch weitergehen. Ja. Jetzt komme ich zu der News zu Far Cry 5. Ja. Wer den Season Pass zu Far Cry 5 separat für PS4, Xbox One und PC kauft oder sich die Gold Edition schnappt, bekommt nach dem Release einen Zombie- und Vietnamkriegs-DLC. Ubisoft hat die Inhalte des Season Pass für Far Cry 5 enthüllt, der nach dem Release des Shooters im März 2018 unser Abenteuer in Hope Country um weitere DLC-Inhalte erweitert, die uns in einige interessante Szenarien verwickeln. So Freunde, jetzt erzähle ich euch, was im Season Pass enthalten ist. Zum einen Hours of Darkness. Im ersten Far Cry 5 DLC reisen wir in die Vergangenheit und kämpfen im Vietnamkrieg gegen Guerilla-Soldaten. Dead Living Zombies. Im kommenden Zombie-DLC stellen wir uns Horden von Untoten, auf die wir in zahlreichen B-Movie-Szenarien treffen. Lost on Mars. Im dritten DLC verlassen wir die Erde und reisen stattdessen auf den Mars, auf dem wir uns mit marsianischen Aranoiden anlegen müssen. Freunde, ich blende euch dem Namen hier ein. Der Season Pass von Far Cry 5 enthält auch Far Cry 3. Ja, Freunde, ich blende euch ein Bild ein, dann seht ihr das, was im Season Pass enthalten ist von Far Cry 5. Ja. Einen Trailer oder Gameplay-Material zu den Zusatzinhalten gibt es aber noch nicht. Weitere Details zu den Inhalten, die uns nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 erwarten, will uns Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Heißt es in einer Pressemitteilung, noch folgen soll eine Übersicht über die drei DLC-Abenteuer sowie Infos zur Rückkehr des Karteneditors. Das ist aber noch nicht alles. Wer den Season Pass für PS4 und Xbox One besitzt, erhält außerdem Far Cry 3 Classic 4 Wochen vor dem offiziellen Release im Sommer 2018. Den Season Pass zu Far Cry 5 können wir entweder separat kaufen oder erhalten ihn, wenn wir zu Far Cry 5 Gold Edition greifen. Ubisoft hat außerdem einen neuen Story-Trailer zu Far Cry 5 veröffentlicht, der uns in die Gedankenwelt des Schurken Joseph Seed entführt, dem wir im Shooter das Handwerk legen müssen. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PS4, Xbox One und PC. Freunde, den Story-Trailer zu Far Cry 5 findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob ihr es euch dann am 27. März kauft oder nicht. Ja. So Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Das könnt ihr hier machen. Und da oben, Freunde, gelangt ihr zu meinem letzten Video. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.